Patricia Wagner schlurft wetterbedingt durch Medenbach. Blitzeis macht ein schnelleres Vorankommen unmöglich. Ich bin also volle Granate auf den Rücken geknallt, weil es sah von weitem aus, ah, das ist gestreut. Bei dem Haus hat man es eigentlich auch erwartet. Es ist ein langer Gehweg und habe mich dann sicherheitshalber am Zaun festgehalten, aber es war so glatt, dann habe ich halt direkt mal auf den Rücken lang gelegen. Mir dabei ein bisschen das Handgelenk verstaucht, aber man muss ja trotzdem weiter austragen. Selbst mit Socken über den Schuhen braucht sie für eine normalerweise dreistündige Tour heute fast den ganzen Tag. Nach einem ersten Blick aus dem Fenster, kurz nach 3 Uhr morgens, hatte sie erste Maßnahmen eingeleitet. Erst wieder hochgegangen und über die Schuhe Kuschelsocken angezogen, die ich jetzt auch noch trage, um die Rutschgefahr ein bisschen zu dämmen. Und dann wieder runter. Ich wollte es probieren auszutragen, aber es war auf keinen Fall möglich, weil man hat sich direkt hingelegt. Aber die, Gott sei Dank, nehmen hier alle Leser doch Rücksicht darauf, weil sie haben halt alle die Wetterverhältnisse gesehen und waren dankbar, dass sie überhaupt ihre Zeitung gebracht bekommen haben. Bis jetzt gab es noch keine Beschwerde bei uns.